meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Ja, wir sind in der letzten Folge in Leichenhalle gewesen. Ja, da hat die Asch-Uschi da tatsächlich an dieser Leiche vom Captain rumgesägt. Sind denn hier durch? Und sind quasi wieder hier, wo wir mit der letzten Folge angefangen hatten. So, jetzt aber geht's weiter. Hoffentlich raus aus diesem Albtraum. Weckt mich bitte raus aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Hier gibt's auch noch einen Shop, ne? Ich will einen neuen Anzug haben. Ja. Ein neuer Anzug wäre was Feines. Müssen wir hier rein jetzt in die Common Rail oder was? Ja. Wir verlassen diesen fürchterlichen Ort. Ja, nun, mach. So, Krankenstation. Verlassen. Wie viele Kapitel gibt es denn davon? Du, wupp. Ja, speichern wir alles, ne? Okay, weg von hier. Ach du Scheiße, in den Hyperantrieb. Ich glaube, das ist kein besserer Ort. Aber immer schön der Bahnhof, ne? Oh Gott. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Okay, machen wir das doch so. Zumindest geben wir uns Mühe, dass wir das eben halt so machen. Ich hätte bloß gerne einen neuen Anzug, tatsächlich. Mach auf die Kiste. Upsi, pupsi. Ja. Was ist das? Impulsprojektile. Ich glaube, aber ich hatte ja gesagt gehabt, dass eigentlich der Cutter ja mehr Damage macht, aber das Ding feuert einfach schneller, ne? Das ist natürlich ziemlich cool. Schade, ich habe gehofft, wir finden hier gleich einen Shop und dann kriegen wir gleich einen neuen Anzug. Das wäre natürlich mördermäßig. Apropos Mörder. Wir sind Tote. Credits. Speichern. Ist das ein Spielautomat oder was ist das hier in der Richtung? Hallo. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände. Das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Okay. Tempel out. Super. Es ist dir nicht gelungen. Ah, da ist der Shop. Hoffentlich finde ich hier einen neuen Anzug. Das wäre natürlich mega cool. Der kostet wahrscheinlich unendlich viel Geld. Warum? Wieso kriege ich hier keinen Anzug? Verdammte Scheiße hier, Mann. Ich brauche mehr Inventar-Dingens. Speichern ist immer das Geilste, was man hier machen kann im Spiel. Weil Speichern finde ich total geil. So. Schade, dass es keine Credits sind. Okay, Digga. Hier muss so ein Dingenskirchen. Ach, guck mal da. Scheiß Dreck. Zack, ihn aus. Da müssen wir aber nicht hin. Wir gehen erst dahin. Wow. Ach du Scheiße. Das ist ein Mamagat. Aber guck mal. Oh Gott! Alter, bist du bescheuert?
Ich wollte gerade sagen, guck mal, die kriegen das hin, diese Viecher hier sogar zu töten. Aber was ist? Nee. Nicht mal das können die. Ja, ihr könnt euch gerne über mich lustig machen, wenn ich total Angst habe. Und mir die Hosen scheiße. Aber es ist nicht so lachen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagt, dass das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Er stirbt, der Captain, und jetzt werden wir angegriffen. Carmack meinte, jemand von dem Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, wollen noch weg von hier. Sollte ich mich ihnen vielleicht anschließen? Dum bom bom bom. Oh, scheiße. Wir haben so viele Sachen, die wir hier machen können, tatsächlich. Gibt es eine Möglichkeit mit mehr... Nein, nein, was hast du gemacht, Junge? Hä? Gibt es hier eine Möglichkeit mit mehr... Navigieren, Eingabe, achso, okay. Luft, was ist das? Treffer, Luft, Luft. Ich habe ja nur einen Knoten. Aber ich hätte gerne tatsächlich auch... bessere Waffen. Das Impulsgewehr könnte echt ein bisschen was gebrauchen, ne? An Kapazität oder am Schaden. Schaden wäre hier oben. Können wir schon Schaden machen? Ja. Gut, da kriegen wir jetzt mehr Kapazität in die Flinte rein und wir haben aber keinen Energieknoten, um Schaden zu erhöhen. Habe ich das Gefühl, für alles, was man sich so entscheidet, irgendwie ist es immer irgendwie verkehrt. Man entscheidet sich immer für das Verkehrteste und am perfektesten. Sachte, Junge. Deine Beine laufen mir hinterher. Naja. Wir müssen hier runter. Nichts können wir mitnehmen gerade. Okay. Wo schreit es denn noch hier rum? Oh Gott, ist das gruselig. Okay. Müssen wir hier rüber über die Seilbahn? Was? Echt? Nee, hier hoch, Gott sei Dank. Na toll. Was ist das? Runterziehen. Ja, zieh! Ach so, müssen wir mit den... Was? Tanksequenz aktiviert. Guck mal, was passiert. Ist das diese Antigravitationsdingens-Geschichte, ne? Oh, da war noch ein Fach. Schließfach. Würde ich sehen. Boah, hier einfach mal so ins Ungewisse, ne? Was? Oh.
Digga, Alter, das ist so unheimlich. Beruhig dich, die sind weg. Man hätte ja auch auf dieses Ding schießen können, ne? Das nervt total, was man hier alles liegen lassen muss, ne? Wie die Viecher abgegangen sind, Alter. Was zappelt ihr noch wirklich denn da? Reddits sind immer gut. Ah! Ja. Aha. Da. Okay. Haben wir das Inventar so voll, dass wir hier einfach nichts reinkriegen? Ja. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mit dem Plasma-Cutter ein bisschen arbeiten, auch wenn er nicht so eine schnelle Feuerrate hat. Könnten wir doch damit ein bisschen arbeiten. Speichern, das ist cool. Speichern. Ich finde Speichern voll geil. Ja. Schema, Inventar voll. Schema. Schilma. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Okay. Verdammt, was? Was war das? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Babys. Aber nur weil es hässliche Babys sind. Nee, geschoben. Ah, Babys. Okay. Aber kreischen die auch immer so böse, ne? Aber irgendwas kreischt die auch noch rum, was wahrscheinlich irgendwie ein bisschen menschlich ist oder so, ne? Ja. Was? Okay. Schnell raus. Ja. Auf Nimmer wiedersehen, ihr Schweine. Vielleicht kommt sie von da. Ach, komm schon. Thousand credits. Ich hasse diese Dinge. Thank you.
nichts mit dem Medipack, wa? Okay, wir müssen weiter in diesen gruseligen Raum. Es ist gruselig, ne? Nicht so einer wieder. Unterschiedlich sehen die dann aus, ne? Ist da noch so einer, oder? Okay, hier haben wir wieder einen Shop. Es ist der Anfang, ne? Ja, genau, richtig. Schade, in diesem Shop werden wir wahrscheinlich nichts finden, ne? Was wir so haben wollen. Mit unseren Level 3 Rüstung. Das wäre natürlich mega geil gewesen. Könnten uns noch so einen Energieknoten kaufen, weil der kostet ja auch satte 10.000, ne? Schon viel, ne? Satte 10.000. Satte 10.000. Brauchen wir trotzdem. Brauchen wir ja. Ist nun mal so. Leider. So. Da links. Los geht's. Aufzug. Das ist der Aufzug. La, 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 la. Fahrschulmusik fehlt hier ein bisschen, ne? Hoch im Norden ein ewiges Licht. Eine Kerze, die nicht erlischt. Wenn sich die Wolken nachts schlafen. Okay, wir gehen jetzt, die Sonne meine ich natürlich, ne? Nicht die Wolken. Wieder verschissen. Ich wollte noch ein bisschen Fahrstuhlmusik machen. Wow, Luftkanister. Kann ich mir nicht mitnehmen, weil ich einfach zu wenig... Ja, alles kann ich nicht mitnehmen. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Keine Sektion, wir haben schon so viel gemacht. Zur Zentrifuge. Ach, scheiße. Da wäre eine Werkbank. Wie geil wäre jetzt einfach nochmal so Energieknoten, ne? So. Luft. Das wäre das nächste. Aber nur bis zu diesen Ecken. Das ist einfach reiner Beschiss hier, ne? 20 Sekunden länger. Oh, das ist viel. Das ist wirklich scheiße viel. Warte mal. Aber... mit der Pistole hier... da könnten wir jetzt ein bisschen was machen. Schaden, Kapazität. Komm, wir gehen noch mal. Wir machen noch mal diesen Impulsblaster. Ey! Immer verdrücke ich mich bei dieser verkackten Werkbank. So. Was kann man denn hier nochmal verändern beim Plasma-Cutter? Wir haben ja auch noch gar nichts gemacht, ne? Nur in Richtung Schaden haben wir was gemacht, ne? Es ist einfach so viel, was man hier machen kann. Ne, wir machen beim Impulsgewehr was. Und...
das ist schon mal dann gar nicht mal so übel, finde ich. Wie viel Munition wir einfach für eine Plasma-Cutter einfach finden, ne? Schon echt Wahnsinn. Ab zur Zentrifuge. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Die Funzen wieder an. Waren drei, ne? Jetzt geht's wieder. Thank you for your cooperation. Ja, das ist nett. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Danke, gerne. Mach ich immer wieder. Kann ich den nachladen? Nee, ja, okay. So. Da, wo die herkamen, gibt es bestimmt noch sehr viel mehr. Wie schön, dass es hier so... Alles klar. Oh, oh, oh. Ist da wer drinne? Wer reißt solche Löcher in die Wand, Alter? Alter Schwede, da ist bestimmt wieder Schwerelosigkeit, wa? Speicher finde ich gut. Ach, wir sind mitten in der Zentrifuge jetzt drin. Okay. Okay. Wenn ich doch nur in Luft kann, ist das Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Alter, was ist das denn? Da soll was reinpopeln. Und da soll was reinpopeln. Das heißt, und das geht wahrscheinlich nicht. Nochmal mit dem Supersprung. Haben wir gesehen, wo wir hin wollten? Dann die, ne? So, der tut mir ein bisschen weh, ne? Was, G? Nee, warte mal, wie war das nochmal? So. Okay.
Gefühl, das hier könnte ein Weg sein hier vorne. So. Warum geht das nicht? Dreht, wa? Okay, dann muss das so mitgehen. Warte, so. Dann so. Generatormodul angebracht. Scheiße. Wiederhergestellt. Jetzt kommen sie alle, wollen uns essen. Okay. Da lang. Oh. Das wäre natürlich nicht liegen. Nee, da lang. Da hoch? Warte mal. Da. Hat das nah, oder? Nee, das ist nicht. Okay. Wohin denn jetzt? Warte, achso. Müssen wir es jetzt bedienen hier, oder? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Okay. Müssen wir runter? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, geil. Ich darf gegen die Zentrifuge laufen. Nicht dein Scheiß Ernst. Lass mich los! Okay. Wo muss ich denn hin? Meine Luft ist gleich weg. Ich sterbe gleich. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Schaffe ich noch? Komm! Mach die Scheißtür auf! Nein! Ich lauf vor der Tür verreckt, ey, das darf doch nicht sein. Was ist? Ja. So. Nochmal das Ganze vorne. Also, Zentrifuge wieder aktivieren. Wo haben wir uns verlaufen denn so doll, oder was? Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetara-Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Okay. Mein Gott, warum ist die Zentrifuge jetzt langsam? Jetzt hätten mir die 20 Sekunden von der Luft mehr gut getan, was? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, hier
müssen wir rein wahrscheinlich, ne? Genau, da war das. Hätten wir nicht einfach oben links laufen können, verdammte Kacke? So. Ja, schön, Kinder. Jetzt haben wir das soweit erstmal geschafft. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Einmal sind wir nun mal jemand gestorben. Das ist Pech. Das passiert ja auch mal, ne? Muss ja auch mal passieren. Also, Kinderchen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.